auch heute heißt es wieder herzlich willkommen bei Uncharted mit dem Kapitel Die Zitadelle. Ja, wir sind mit dem Nathan auf Syrien geflogen. Dort ist ja noch Chloe und der andere, wo allenfalls schon angegriffen werden. Ja, wir sind da zumindest in der Wüste. Sieht sehr schön aus, wenn man das anschaut. Obwohl nach Wüste sieht das gar nicht aus. Ich hätte gedacht, Syrien sei dunkler. Aber schauen wir es an. So. Und wieder mal haben wir ja, eine schöne Ruine. Und ich glaube, wir müssen da rein. Hier kommen wir nicht rein. Ist verschlossen. Also, schauen wir, hä? Nathan. Hier geht's hoch. Du schaust nach. Ich warte. Okay, warte. Okay, Sally, alles klar. Komm hoch. Es ist einfach schön gemacht, das Spiel. Wenn man das so ein bisschen schaut, aufs Dorf aber schauen. Die Weite. Ich find's cool. Ich bin Fan von Uncharted. Habe ich sicher schon tausendmal gesagt. So. Hey, hilf mir mit der Tür. Halt, halt, halt. Wir wissen gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Oh ja. Richtig. Ja, dann schauen wir mal zuerst über, bevor wir... Ich gehe oben entlang. Ich sage dir, wenn es sicher ist. Alles klar. Ja. Wow. Alles gut? Ja. Einigermaßen. So. Oh, shit. Jetzt schon? Das habe ich gebraucht. Also, wir sehen hier, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Mal schauen. Stell mal gerade. Er ist hier! Ha? Mensch, schlacht an der Gesicht. Mist! So, das wären 4 gewesen. Ah, da unten haben wir noch einen. So, kurzer Prozess. Muss hier irgendwo sein.
Aber komm, mach mal Sinn. Gut. Hätte jetzt gedacht, dass der noch mehr braucht, aber. Ah, ist schon einfacher gewesen. Sehr gut. Ah, kommen wir noch mit dir da. Gut. Sieht ruhig aus, den haben wir verwischt. Ja? Cool. So, ein bisschen Muni sammeln. Das Billett kaufen können wir dann auch noch. So, augenblick muss man wieder Huschpause machen. Ich stelle mein Mikrofon ab, weil das ist, glaube ich, das letzte von jemandem gehört, wenn ich huste. Okay, gut, also. Na los, alles klar. Wo warst du denn? Nirgendwo. Na los, hilf mir doch mal! Ja. Komm! Zieh jetzt auf! Das geht nach Arena aus. Na los, hier lang! Wir müssen uns beeilen. Schau wieder eine riesige Anlage, hä? Obwohl wir pressieren müssen, vielleicht auch ganz kurz rauf schauen. Weil wir haben schon lange keine Schätzchen mehr gefunden. Ist ja krass. Sagen. Machen wir eine Rolle. Sally, hier drüben. Geht's? Staubig, hä? Neblig, dunstig. Abgeschlossen, war klar. Hat das auch so? Hey, schau mal. So, sorry. Lass mich. Hey, sorry. Lass mich durch. Lass mich runter.
ist da unten was? Okay, warte mal. Ich schau's mir an. Zisterne Executus. Stille sie. So, komm. Nochmal eine. Ich sehe ihn. So, einmal nach vorne schauen, komm. So. So. Schöner Topf, haben wir auch noch gefunden. Also ich denke, da muss mal wieder ein Schatz kommen. He? Hoppala, Entschuldigung. Ich habe einen Knopf Schieße das Schloss. Ganz vorsichtig da rüber. Sally, hilf mir mal! So geht das. Hier wimmelt es von Agenten. Kassa und Chloe könnten Probleme haben. Könnten sie bloß sein. Das ist eine gute Frage. Ich denke eher irgendwo da rein. Nicht, ja? Gut. Seid ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Talbot überfiel uns im Schloss. Das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ach, ich muss mein Guthaben aufladen. Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Sag bis mal mehr. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay. Kommt, vergessen wir's. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Ich habe alles hier. Nicht nur, dass Elizabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft.
Der britische Cold Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Walsingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey, Leute. Warte. Und Marlo und Yazim? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar. Hier, schaut mal her. Quod est superius? Est sicut, quod est inferius. Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Ah, geht doch. Gute Idee. Also? Das soll ich um die Folge ein bisschen im Weg. Der Eingang muss hier irgendwo versteckt sein. Da, das ist der höchste Turm. Okay, dann müssen wir also nur darüber. Achtung! Oh Mist! So ein Mist! Runter! Und jetzt? Zum Turm müssen wir an ihnen vorbei. Toll. Und was ist aus Reinschleichen und Rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf! Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um sie herum. Die Frage ist fast nicht besser da rein, oder? He? So unauffällig ist das nächste. Aber gleich interessant. Also, weiter, hä?
Würfel kommen, ha? Am Fuß des Turms ist ein Eingang. Also, gehen wir hoch und sehen, was los ist. Ganz genau. Und wie wir das machen und wenn wir das machen, ist ganz klar, nämlich in der nächsten Folge. Schön, sind dabei gewesen, Folge 9, Uncharted 3. Ja, ich gehe jetzt mal arbeiten und gerade nachher nehme ich die nächste Folge auf für uns alle, damit wir sehen, wie es weitergeht. Ja, ein Like, ein Abo wäre natürlich auch schön. In dem Sinn, bis bald bei Kuhnmann LP.